Eine kulinarische Reise durch den Südwesten. Sie führt von Bauernhof zu Bauernhof. Die Landfrauen wollen herausfinden, wer das beste Landmenü kocht. Deshalb laden sie sich gegenseitig zum Dinner auf ihre Höfe. Barbara Rees lebt im Hochschwarzwald. Auf ihrem Hof dreht sich alles um die Ziege. Froni Hollmann ist die Expertin rund ums Ei. Sie hat einen Geflügelhof an der Mosel. Alexandra Damm führt mit ihrem Mann ein Weingut in Rheinhessen. Tanja Müller bekochte die Landfrauen zuletzt auf ihrem Hof im Hunsrück, auf dem sie Erdbeeren anbaut. Das große Lecker-aufs-Land-Finale findet bei Biobäuerin Paula Weber in Oberschwaben statt. Fischerbach im Kinzigtal. Einige Kilometer entfernt vom Ort, ganz hinten im Tal, liegt das Schwarzwaldgehöft der Müllers. Ein Bauernhof mit Tradition, dessen Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Hier lebt seit 20 Jahren Brigitte Müller. Der Morgen auf dem Rammsteiner Hof beginnt für sie mit einer Hofrunde zu ihren Tieren. Die waren ja fleißig heute. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein paar. Da oben lege ich sie immer ganz gern. So, jetzt willkommen. Ich bin schon immer in der Landwirtschaft aufgegangen. Ich habe das als Kind gern gemacht. Ich war gern mit dem Papa im Wald oder auf dem Traktor. Ich habe unsere Kühe, die wir daheim hatten, auch gemolken. Also ich habe mich in der Landwirtschaft schon immer wohlgefühlt und habe mich schon immer mit der Landwirtschaft identifizieren können. Deshalb war für die gelernte EDV-Kauffrau nach der Geburt des ersten Kindes klar, ihren Job hängt sie an den Nagel. Auf dem Hof ist Schwiegermutter Pauline die gute Seele. So, jetzt geht's aber langsam los. Ja, jetzt geht's los, kannst du mal ein wenig helfen im Garten. Ah ja. Ich stell jetzt da gerade Salat mitnehmen. Das kann ich machen. Familie Müller lebt mit 3 Generationen am Hof. Brigitte hat 3 Kinder, Tochter Ellen und 2 Söhne. Im Brennkessel destilliert das für den Schwarzwald typische Kirschwasser. Schnapsbrennen hat am Hof Tradition. Ehemann Ulrich und Sohn Raphael überprüfen das Ergebnis. Ja, ist gut. Nicht schlecht, gell? Ich denke, der zieht nicht so arg hoch, sondern bleibt schön mandelig im Geschmack. Ein bisschen fruchtig, aber so wie es sein soll. So, wie läuft's bei euch? Ja, läuft gut. Also, ich brauche jetzt Kirsch fürs Dessert. Ja, aber koch aber was Feines mit so einem guten Schnäpsli, gell? Ja, ich gebe alles. Ja, schauen wir mal. So, mein Menü wird sein, eine badische Hochzeitssuppe mit selbstgemachten Eiernudeln, Marklösli und Eierstich. Als Hauptspeise gibt es einen Tafelspitz mit Meerrettich und Salzkartoffeln, dazu einen Rahnesalat. Und zum Abschluss als Dessert, wie kann es anders sein, eine Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Brigitte ist auf dem Weg zum Metzger Paul, um die 2. Zutat für ihr Menü zu holen. Beim Nachbarn schlachten die Müllers ihre Rinder stressfrei und ohne lange Transportwege. Ja, hallo Paul. Ja, hallo Frau Nachbarin. Grüß dich. Jetzt habe ich gerade wieder 4 Uhr. Oh, jetzt ist aber zu früh, du musst mir mein Fleisch noch geben. Das kann ich dir auch nicht geben, das kriegst du jetzt gerade noch. Ich hole das gerade noch. Super. Es ist ein Traum, dass ich meine eigenen Produkte verarbeiten kann, weil ich weiß dann, was ich esse. Also bei meiner Suppe zum Beispiel, Marklösli, da wird man sich schon überlegen, macht man eine Marklösli-Suppe, aber wenn man weiß, wo das Rind aufgewachsen ist und wie das gelebt hat, ist das ein Traum. So, Frau Nachbarin, ich habe jetzt ein paar Marknocher, ich habe eine Tafelspitz. Ich wünsche dir viel Glück im Kuchen und hoffe, dass es schmeckt. Könntest du mir auch einladen zum Essen. Ja, das machen wir dann hinterher. Das machen wir dann hinterher mal, also, Paul. Also, schön. Dank dir. Wünsche dir was, gell? Ja, tschüss. Gut. Zurück am Hof beginnt Brigitte das Dinner vorzubereiten.
Wenn es um Suppennudeln geht, hat Oma Pauline das Sagen. Da macht ihr keiner was vor. Und wie viel Mehl ist jetzt da drin, Oma? Ich habe jetzt so etwa 320 Gramm Mehl und 3 Eier. Aber mit Eier kommt es halt auf die Größe. Auch. Manchmal reicht es gut und manchmal nicht. Ich mach das. Das kann ich einfach so hin. Es ist so, dass ich selber die Nudeln noch nie gemacht habe. Und die Oma hat sie schon so oft gemacht, dann bin ich da einfach auf der sicheren Seite, weil die soll ja richtig toll schmecken und soll optimal aussehen, dass meine Mädels da richtig was Leckeres vorgesetzt kriegen. Die Eiernudeln sind eine Einlage für die traditionelle Hochzeitssuppe. Einen Tag vorher zubereitet, müssen sie am Dinnertag vor dem Servieren nur noch kurz ins kochende Wasser. Die Nudelmaschine habe ich zu meinem Hochzeitsgeschenk bekommen 1956. Und vorher war da gar keine Nudelmaschine, da haben sie sie von Hand geschnitten. Ich mag jetzt mal behaupten, dass ich das meiste vom Kochen von ihr abgeguckt habe. Und sie hat da einfach den Charme gehabt, dass sie mich machen lassen hat. Also sie ist nicht hinter mir gestanden und gesagt, das machst du jetzt verkehrt und jenes machst du jetzt verkehrt. Sondern sie hat sich verzogen und hat gesagt, ich bin da und da, wenn du mich brauchst, holst du mich. Mal verwischt, gell? Mhm. Ist gut gemacht. So. Oh, die sehen ja traumhaft aus. Die sind jetzt schön geworden, wunderbar. Optimale Konsistenz. Wir haben es auch schon gehabt, da sind sie dann so brüchig gewesen und sind dann auseinandergeflogen. So ist es optimal. Das wird schön. Freue ich mich. Am gegenüberliegenden Hügel fährt Uli währenddessen das Heu ein. Die Familie bewirtschaftet neben Wald auch 11 Hektar Grünland. An den steilen Schwarzwaldhängen kein leichter Job. Eins der wichtigen Elemente für unsere Beziehung ist einfach, dass wir versuchen, uns gegenseitig den Rücken frei zu halten, betrieblich. Das heißt, der Uli ist genauso bereit, mir mal die Spülmaschine auszuräumen, wie ich dann mit ihm irgendwo Traktor fahre und irgendwelche Baller heimfahre oder Silosaat fahre. Und das macht einfach die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen. Und abzuschalten. Abschalten kann sie am besten beim Mountainbiken. Kurz vor dem Dinner ist das einfach die Möglichkeit, den Kopf noch mal richtig frei zu kriegen und dann volle Power an der Herd zu gehen. Sport ist für Brigitte ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit am Hof. Ihre Tour heute nutzt sie für einen besonderen Zwischenstopp. Ich sammle jetzt Moos für meine Mädels. Es gibt nämlich einen Türkranz. Da kommt so ein bisschen Moos mit dazu und Buchs aus dem Garten, ein bisschen Birkenrinde und das kriegen sie dann als Gastgeschenk. Brigitte liebt die Natur. Deshalb war es für sie nie ein Problem, weit ab vom Schuss zu wohnen. Ganz viele haben mich nach der Hochzeit so gefragt, ich als Lebemensch, also war ich zumindest immer, ich glaube, ein bisschen bin ich es heute noch, da so weit hinter im Tal und weit ab von allem. Aber ich bin so glücklich da, wo ich bin, fühle mich pudelwohl. Hey, du bist ja schon gerichtet. Das ist ja perfekt. Tja, passt. Hast mich sehr runterfahren da drüben. Genau, passt wie eins. Oh, toll. So, bitteschön. Danke. So, also zum Wohlsein, gell? Ja, ich denke, das Nervenkostüm ist eigentlich ganz gut. Ich wundere mich immer wieder, wie sie alles packt so. Weil im Moment der Tag, glaube ich, 25 Stunden oder so. Ja, das passt schon. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, und das Tolle ist ja, bei dem Wetter, da kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, da ist ja jeder positiv, mit positiver Energie geladen. Und ich denke, das ist einfach genial für so einen Tag. Das passt, kriegt sie hin. Noch kann sich Brigitte zurücklehnen. Aber ob sie morgen am Tag des Kochwettbewerbs auch so entspannt ist? Auch wenn die Landfrauen heute kommen, muss Brigitte früh aus den Federn. Um 5 Uhr feuert sie in der hofeigenen Backstube den Holzofen an. Von Montag bis Samstag wird auf dem Rammsteiner Hof gebacken. Oft gemeinsam mit Ehemann Uli.
Die Müllers setzen auf Tradition. Das Rezept für das Holzofenbrot ist seit Jahrhunderten gleich geblieben. Ja, also die Idylle ist inzwischen im Mittag. Es ist einfach Konzentration gefordert, dass alles passt, dass der Teig die richtige Konsistenz hat, dass man in der Zeit bleibt. Weil einfach, wenn man ein bisschen weniger hat, dann wird es natürlich auch ruhiger. Wenn man den Ofen richtig voll hat, dann muss man schauen, dass die erste wie die letzte einfach optimal werden. Und dann muss man es einfach ein bisschen wackeln lassen in der Hose. So wie jetzt. Der Ofen ist heiß und gleich müssen die Brotlaibe zügig hinein. 120 Stück haben darin Platz. Und ich fahre dann, oder? Zur Marktscheune. Ja, du fährst. Alles klar. Ich gebe dir noch Einkaufszettel mit. Guck mal gerade mal die Liste. Ich schreibe dir noch schnell alles auf. Aber da darfst du mal nichts vergessen diesmal, gell? Mhm. Wie immer. Das meinst du nicht im Ernst. Mhm. Du darfst mal nichts vergessen, habe ich gesagt, gell? Ja, ja, ich hoffe halt, ich habe dann alles, was ich brauche. Sonst fällt halt das Dinner heute Abend ein bisschen kleiner aus. Aber ja, die Frau wäre es verschmerzt. Ich habe so einen tollen Tag vorbereitet, dann verzeiht die mir das schon. Doch ob Brigitte heute Nachsicht mit ihrem Uli hätte? Nach einer Stunde kommen die knusprigen Brotlaibe aus dem Ofen. Sehr schön. Während Uli zur Auslieferung startet, bereitet Brigitte zunächst den Teig für ihre Nachspeise vor. Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Also Biskuit ist für mich immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist immer ein bisschen schwierig, ist so Glückssache. Ich glaube, dass da die Wetterlage als auch mal eine Rolle spielt. Wenn es dann gar zu schwül ist, dann klappt es halt meistens nicht. Aber ich bin ja noch früh am Tag. Also erst einmal das Eiweiß mit Zucker schaumig rühren. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Aber ich glaube, der hat's. Ja, sehr gut. Jetzt kommt mit Zucker aufgeschlagenes Eigelb, Mehl, Kakao und Backpulver dazu. Der sieht perfekt aus, ist jetzt auch schön noch mit Volumen. Dann ist beim Biskuit einfach total wichtig, dass man die Form nicht eingefettet hat, also den Rand nicht eingefettet hat, weil der angelt sich dann so an der Form hoch. Und wenn man die eingefettet hat, dann fliegt er einfach in sich zusammen und geht nicht so schön auf. Währenddessen ist der Lecker aufs Landbus mit den 5 Mitstreiterinnen in der Ortenau unterwegs zum Hof von Brigitte. Solange Brigitte kämpft, sollten wir es uns gut gehen lassen. Auf der kulinarischen Reise dabei sind Paula aus Oberschwaben, Barbara aus dem Hochschwarzwald, Froni von der Mosel, Tanja aus dem Hunsrück und Alexandra aus Rheinhessen. Den Frauen gefällt die liebliche Gegend. Also auf der Fahrt hierher habe ich schon gedacht, das ist total schön, hier möchte ich mal Urlaub machen. Dieses Hügelige mit dem Wald, das gefällt mir sehr gut. Und was natürlich für jemand, der nicht aus dem Schwarzwald kommt, ganz bezaubert ist, wenn er die ersten Schwarzwaldhäuser sieht. Die Ortenau macht einen immer so richtig neidisch, wenn man Wetterbericht guckt. Bei uns ist es kühl und windig und feucht. Und dann berichtet man von der Ortenau, schon bald 35 Grad, sonnig und so weiter. Heute allerdings ist das Wetter wechselhaft. Gleichzeitig ist Uli auf dem Weg, um das selbstgebackene Brot auszuliefern und um die Einkäufe für seine Frau zu erledigen. Ja, bei uns ist es so, dass der Uli schon einen unglaublich innovativen Kopf hat. Er hat ständig neue Ideen. Wir haben die eine noch nicht umgesetzt, da hat er schon die nächste. Und da muss ich ein bisschen Kondition haben, dass ich da Schritt halten kann, dass wir alles noch bewerkstelligt kriegen. Ja.
2011 haben Uli und Brigitte einen großen Regionalmarkt eröffnet, ihr Herzensprojekt. Hier gibt es nur Produkte aus der Umgebung, natürlich auch die eigenen. Schon sehnsüchtig erwartet, denke ich. Schön. Oh, oh. So, jetzt schauen wir mal, was meine liebe Frau da aufgeschrieben hat. Jetzt bloß nichts vergessen. Zum Glück gibt's hier alles, was Uli mitbringen soll. Bei Brigitte heißt's ranhalten. Für ihr Schwarzwälder Dessert dickt sie den Kirschsud mit Speisestärke an. So, jetzt machen wir da Schnäpsle rein. Hallo. Hi. So, dann habe ich mal alles eingekauft. Schau, ich habe es alles gekriegt in der Marktscheune. Ich denke, das passt so. Okay. Da ist der Zettel, kannst du mal kontrollieren, ob alles. Ob man alles habe, damit das dann auch klappt. Okay, ich also, denke, das passt. Jetzt super. Steht einem guten Diener nichts mehr im Weg. Wünsche alles Gute. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Scheint alles da zu sein. Glück gehabt. Apropos Glück, wie sieht's denn mit dem Biskuit aus? Ist er dieses Mal aufgegangen? Hallo. Okay, aber ich brauche ja nur einen Teil. Da stiche ich jetzt praktisch meine Gläser aus. Das reicht, es gibt 7 Stück, 6 brauche ich. Ist optimal. Geht. Glück habt. Der ausgestochene Biskuit passt perfekt als unterste Schicht in die kleinen Einmachgläser. Wie bei einer klassischen Schwarzwälder Kirschtorte. Also, ich muss ja zuerst das Kirschwasser noch reinmachen. So. Ja, das wäre jetzt fatal geworden, weil das gehört einfach dazu. Zum Schwarzwälder Kirsch gehört überall so ein bisschen Kirschwasser rein. So. Ich persönlich finde, dass am Abend ein ganzes Stückchen Schwarzwälder zu viel wäre. Und deswegen habe ich einfach so eine kleine Portion im Glas. Die absolute Mädelsversion für uns zum Dinner, das passt für mich. Jetzt fehlt nur noch die Garnitur, kurz vor dem Servieren. Das ist schön. Perfekt. Also wenn es der Brigitte geht wie mir letztes Mal, dann ist sie voller Vorfreude und kann es gar nicht erwarten, dass wir endlich kommen. Ich glaube, dass es sehr konzentriert ist, so schätze ich es ja auch ein, dass im Moment alles durchgeht, dass alles da ist. Ich wünsche einfach, dass der Plan stimmt und dass irgendwelche Sachen einfach nicht dazwischen kommen, die dann einem kurz ins Rotieren bringen. Noch ist der Kochtag lange. Mal sehen, ob Brigitte alles im Griff hat. Als nächstes macht sie sich gemeinsam mit Schwägerin Erika an die Gastgeschenke für ihre Landmädels. So. Okay, wie sollen wir es machen? Fangst du an mit Binde? Ja. Welchen nehmen wir? Hell oder dunkel? Nehmen wir mal der graue, das sieht man ja eh nicht. Bei Erika sitzt jeder Handgriff. Sie ist gelernte Floristin. Erika ist meine kreative Ader hier. Die ist einfach, wenn es irgendwas gibt, was richtig schön sein muss und wo auf den Punkt passen muss, dann frage ich die Erika. Irgendwie fliegt mir das auseinander. Schau mal, ich habe das gerade so, ein bisschen so, ja, gekürzt gemacht und dann einfach so drumherum. Ja. Und dann mit 2, 3 Nadeln dann einfach fest gemacht. Ich finde einfach Türkränze, die so ein bisschen vom Hof die Produkte hängen, total schön. Und wenn so ein Türkranz an der Tür hängt, ist es einfach ein schöner Willkommensgruß. Da fühlt sich jeder gleich eingeladen. So soll es sein. Buchs, Moos, Birkenrinde und Heu geben den Kränzen einen schönen, natürlichen Look. Die individuelle Note bekommen sie durch eine Tonscherbe. Dann nehme ich mal die größte, Fert Froni, weil die hat die längste Name. So, ich bin auch fertig. Okay, dann packen wir das jetzt da drauf irgendwie, ja, oder? Ja. Okay. Das sieht gut aus. Oh, schön. Schau mal. Total schön. Da wird sich Froni freuen. Mei. Sieht schön aus, gell? Ja. Anschließend geht es ans Schmücken der Dinnertafel. Dafür verwenden die beiden auch Holzhackschnitzel, die eigentlich am Hof der Energiegewinnung dienen. Ich bin einfach der Typ, der total auf Naturmaterial steht. Und dass es gemütlich ist, das ist das A und O für mich.
Erika und Brigitte müssen sich beeilen. Die fünf Landfrauen sind bald da. Reicht jetzt. So ist gut. Sieht doch schön aus. Sieht schön aus. Ja. Okay, dann machen wir jetzt da noch wieder. Schenken wir die noch schnell auf. Und dann kann es losgehen. Helfe ich dir? Längeres. Da in Mitte. Die Stunde eher. Die Gastgeschenke haben ihren Platz. Jetzt können die Frauen kommen. Die sind schon ganz in der Nähe unterwegs in Fischerbach und machen sich auf die letzten Kilometer zum Hof. Ja, sie backt ja sehr gerne Brot. Vielleicht gibt es ja so ein schönes Weckle zum Einstand mit schönem Schinken drauf. Richtung Flammkuchen könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Einen schönen Salat dazu. Ja, was auch lecker wäre, wäre Melone mit Schwarzwaldschinken. Ja. Das wäre ja vielleicht. Das stimmt, das wäre so als Vorspeise was Tolles. Lust hätte ich vielleicht auf einen schönen, süßen, fluffigen Nachtisch. Brigittes Hof ist schon fast in Sichtweite. Und dort wartet eine Überraschung auf die Landladies. Oh, schaut mal, die kleinen Häuschen, wie süß. Ach, da steht. Die Sonne scheint. Ach, das freut mich für sie. Mein Gott. Ach, oh, haben die sich schick gemacht. Ah! Ah! Mit ja, Musik. Das ist super. Oh, die Arme. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr die Sonne wieder mitgebracht habt. Ja, haben wir noch ganz kurzfristig bestellt. Perfekt. Hallo. Hallo. Was haben wir mit dir gelitten? Aber alles ist gut. Hallo. So, ich habe euch die Volksheimsgruppe mitgebracht. Es ist mein Verein, seit ich Kind bin. Ich bin da mit 13 rein und habe den Absprung auch nicht mehr geschafft. Also ich bin nach wie vor in Hausach in der Gruppe und die haben jetzt ein Tänzli für euch. Ach, sehr schön. Super. Guckt super. Genau hin, weil nachher dürft ihr selber mittanzen. Was ganz Einfaches. So, Marlies, du darfst spielen. Brigitte und Volkstanz. Damit haben die Landfrauen wohl nicht gerechnet. Begrüßt werden sie mit einer Polka. Jetzt machen wir schnell einen Austausch, Mädels. Ihr dürft einfach jeweils eine rauswerfen und dann tanzen wir es gleich nochmal. Komm, auf. Dürfen wir uns einen Mann ja, irgendeinen einfach. Ich habe sowas noch nie gemacht. War also eine tolle Gelegenheit, mal über den eigenen Schatten zu springen. Ist ja ganz witzig, also. Obwohl angucken, das mag ich es nicht, aber mitmachen, das hat eine ganz andere Qualität dann. Also zum Wohlsein. Zum Wohl. Wohl. Ja. Schön, dass du so weitermachst. Jetzt wird's ernst, gell? Ich weiß gar nicht, ob ich die Uli mit euch allein lassen kann heute Mittag. Aber das werde ich uns an der Vorher überlegen. Genau. Danke, also, danke. Macht's gut, gell? Ja. Tschüss, Spaß. 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 Komm mit, machen wir das. Wir freuen uns. Inzwischen ist Sohn Marius von der Arbeit nach Hause gekommen. Er ist der älteste der drei Geschwister. Da habe ich, glaube ich, einen Knochen dabei. Da ist gar kein Mark drin, den kann ich schon hinzupacken. Okay. Marius löst das Mark aus den Rinderknochen, die Hauptzutat für die Markklößle. So, der letzte Knochen noch. Wie es mit dem Mutter-Sohn-Gespann in der Küche funktionieren wird? Also ich muss bei mir wahrscheinlich aufpassen, dass ich den Marius nicht zu oft bevormund oder zu sehr sage, Marius, das machst du verkehrt oder das machst du nicht richtig, weil ich es einfach gewohnt bin, dass ich es immer selber mache. Und ich werde mir ab und zu auf die Zunge beißen, denke ich mal. Ich werde ihn lassen. Ich bemühe mich zumindest. Ja, ich mag eher das Internationale, so die Pizza oder... International oder italienisch, gell? Ja. So. Ich mache da jetzt ein bisschen Muskat rein, 4 Esslöffel Milch, die habe ich hier schon mal vorbereitet. So.
und noch ein bisschen Schnittlauch und Salz. Das wird dann der Eierstich, die dritte Einlage für die Hochzeitssuppe. Genau, du musst gucken, dass überall gut eingepinselt ist. Sonst geht's nämlich noch nicht raus. So viel zu Brigittes Vorsätzen. Und jetzt ab mit dem Eierstich ins Wasserbad. Den Nachmittag verbringen die Frauen bei einer Hofführung. Erste Station, das älteste Gebäude des Hofes, der Speicher. Wie alt ist denn das Haus? Also das Haus ist erbaut 1608, also vor dem 30-jährigen Krieg. Wir haben das in 14 Monaten mit zwei Restauratoren komplett saniert, von Grund auf. Und es ist jedes erdenklich erhaltenswerte Holzteil erhalten geblieben. Und diese tragende Balge, die da jetzt ist, das sind noch alles jetzt die Original von damals? Genau, sämtliche tragende Teile ist alles alt. Das sind also Eichebalge, im Jahre 1607 geschlagen. Und zwar können wir das aufgrund von einer Kernspintomographie ermitteln, wo genau die Jahresringe nebeneinander gelegt werden. Und da kann man das ganz genau ermitteln, wie alt die sind. Ah ja, okay. Es ist ein Glück, dass man so einen kleinen Schatz, dass man den hat. Und es ist nur zu wünschen, dass er erhalten bleibt, mit so viel Engagement wie jetzt. Brigitte und Marius machen sich an den Hauptgang. So richtig drüber, weißt du, das ist ein richtiges Butzefleisch. Genau, das gibt nachher ganz tolle Früchte. Gewürzt wird das beste Stück vom Rind mit Salz und Pfeffer, Rosmarin und Lorbeer. Dazu kommen Karotten, Sellerie und Lauch. Und es kommt jetzt für knappe 3 Stunden in den Ofen. Oder genauer gesagt in den Dampfgarer. So, jetzt machen wir das Dressing noch. Da brauche ich Kräuter. Ich habe jetzt da Schnittlauch, Petersilie und Basilikum. Ihren Rote-Beete-Salat verfeinert Brigitte mit Himbeeressig, Öl, Gemüsebrühe, Honig und Salz. Übrigens, Rote Beete nennt man hier im Dialekt Rahnen. Probieren mal. Bis der durchzogen ist, finde ich lecker. Passt. Was ist das? Jetzt fragen wir mal, wie gut ist das? Ja, ja, cool. Jetzt wird's sportlich. Also. Mädels, es ist für euch reserviert. Sie können sich den Platz Ihrer Wahl raussuchen. Ach du lieber Gott. Nächstes Mal sagt ihr Bescheid, weil ich anziehe. Die Landfrauen machen auf dem Tandem eine super Figur. Doch dann, an einem kleinen Hügel, versagt die Kette. Als das Tandem um die Ecke kam, dachte ich nur, super. In allen 3 Folgen nie einen Rock getragen und ausgerechnet heute ziehe ich einen Rock an. Aber es hat ja mehr oder weniger funktioniert. Komm an! Ich muss mich ja gerade mal zum Helfen schieben. So, halt, dann muss ich auch noch auf dem Fall. Oh, schlechte Startposition. Jetzt. Oh ja, jetzt. Genau. Go. Mit Anschubhilfe setzt sich das Landfrauentandem wieder in Bewegung. Schön ist die Welt. Sollen wir die jetzt geschwind miteinander machen? Ich hätte die gern ganz klein. Ja, so. Super. Genau. Für die Markklößle wurde das ausgelöste Mark in der Pfanne erhitzt und mit Semmelbrösel, Petersilie, Eiern, Salz und Pfeffer vermengt. Solange es gerade läuft, denke ich, ist es okay. Aber wenn jetzt was schief geht, dann wird es schon ein bisschen kribbeliger. Inzwischen sind die Frauen in der Christbaumanpflanzung unterwegs. Also, unsere Überraschung habe ich mir ausgedacht, dass eben jede von euch sich ins eigene Tannenbäumle aussucht, den wir dann zu Weihnachten euch ausliefern. Oder wir machen einfach einen Treffpunkt aus bei einem schönen Glas Rotwein und verteile dann die Bäume. Den bringe ich mit, den Rotwein. Den bringst du mit? Den bringe ich mit. Darf man jeden? Gib's egal. Ja, klar. Ich habe jetzt aber nur einen Tag. Oh, diese Sprit.
Sie will einen großen, natürlich. Ja. Schnell ist bei den Frauen der Entdeckertrieb geweckt. Paula hat sich schon entschieden und auch Tanja. Super, dann freue ich mich ja schon auf Weihnachten. Ich habe ausgesucht mit den Augen meines Mannes, weil wenn wir einen Weihnachtsbaum kaufen fahren, bekommen wir regelmäßig Streit, weil ich suche immer einen Baum aus mit einem Loch. Und jetzt habe ich gerade extra einen Baum ausgesucht, der nicht so perfekt ist, sondern der verschiedene undichte Stellen hat. Ich bin mal sehr gespannt, was an Weihnachten dann für Kommentare zu Hause kommen. Alexandra ist von der Auswahl überwältigt. Vorsicht! Ja, Alexandra, hast du immer noch keinen Baum, oder was? Irgendwie ist da auch der Gaul mit mir durchgegangen. Da musste ich doch mal so richtig quer durch. Hab mich da etwas verstiegen. Aber war echt lustig und schön, dass wir dann am Ende des Jahres noch mal so eine tolle Erinnerung an den heutigen Tag kriegen. Bei Brigitte steht jetzt die Meerrettichsoße für den Hauptgang an. Puh. Eine ordentliche Portion sorgt für die richtige Schärfe. Das reicht. Passt. Das Gemüse muss rechtzeitig in den Ofen. Kartoffeln und Karotten gibt es zum Tafelspitz als Beilage. Salz drauf und ab damit in den Ofen. Gleichzeitig an einem Aussichtspunkt oberhalb des Hofes. So, dann also auf ein schöner Christbaum. Auf ein schöner Christbaum, gell? Ja, sehr zum Wohl. Danke schön. Schöne Baum, oder? Dazu passt natürlich am besten ein Gläschen selbstgebranntes Kirschwasser und ein schönes Schwarzwälder Vesper mit Brot- und Wurstspezialitäten vom Hof. Brot habt ihr heute Morgen gebacken? Ja. Ich fand jetzt mal so ein Feschbar am Mittag richtig super. Also so ein bisschen was Handfischtes. Ist wirklich schön gewesen. In der Küche beginnt die heiße Phase. So, die Nudeln. Man sieht, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Das sind total fischt. Meist bringst du mir den Eierstich mit, mhm, wenn du den Marklösli holst jetzt. Okay, das ist schon zu heiß. Müssen wir aufpassen. Also die dürfen nicht ins Kochende, gell? Wenn die in die kochende Brühe kommen, fliegen die komplett auseinander und sehen auch nicht mehr wirklich prickelnd aus. Und was macht der Eierstich? Okay. So war das nicht geplant. Aber ich möchte sowieso ganz kleine Würfel schneiden, von daher ist das jetzt nicht wirklich schlimm. Brigitte nimmt's gelassen. Ändern kann sie jetzt sowieso nichts mehr, denn die Frauen sind schon da. Hereinspaziert. Ja, ist das schön hier. Langsam, schau mal. Ach, wie schön. Schön. Und dann natürlich, was ganz wichtig ist, die Gastgeschenke für euch. Dass ihr die nach dem Dinner natürlich mitnehmt. Ach, ja, alles beschriftet. Ja, toll. Den kann ich richtig gut brauchen. Ich mag Kränze, als ob sie es geahnt hätte. Ich hänge an allen Orten im Betrieb unheimlich gern Kränze auf, auch nach der Jahreszeit. Und da hat sie irgendwie so einen Wunsch bei mir, glaube ich, erahnt. Und insofern ist mir das ausgesprochen willkommen. Ich finde es sehr, sehr schön. Ihr dürft euch setzen, wenn die Froni heiße wird, würde ich da sitzen. Und Barbara würde ich da sitzen. Meine Damen, ich wünsche euch einen guten Appetit. Lasst euch verwöhnen. Lasst euch gut gehen. Bis später. Ja. Bis später. Ja, dir nochmal danke. Gerne. Danke. Ciao. 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 Das ist Frau Mendele. Mhm. Ah, ja, haben wir. Hatten wir doch vorher noch rein. Die Tischdeko war echt Wahnsinn. Die Pfingstrosen, die haben geduftet. Und die Farbe, also hätte sie können besser nicht machen. Es hat alles zusammengepasst heute. Hoffentlich kommt die Vorspeise genauso gut an wie die Deko. Brigitte richtet den Eierstich, die selbstgemachten Nudeln und die Markklößle an. Mit Rinderbrühe aufgießen und fertig ist ihre original badische Hochzeitssuppe. Hallo. So. Bitte schön. Herrlich.
Dankeschön. Also diese Vorspeise war das, was wir absolut nicht erwartet haben. Eine richtig schöne, leckere Suppe. Ja, wir haben eine Hochzeitssuppe. Genau, mit selbstgemachten Nudeln, mit Marklösle und Eierstich. Als Wein habe ich denkt, ich nehme der graue Burgunder, der passt eigentlich zu allem. Der geht jetzt einfach durch den ganzen Abend. Ja? Das ist schön. Also, einen schönen Abend. Zum Wohlsein. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Danke. Ob Brigitte trotz des schwülwarmen Wetters mit ihrer Suppe punkten kann? Frische Rinderbrühe, also ist genau mein Geschmack. Mit richtig guten, selber gemachten Nudeln. Also die haben geschmeckt wie früher. Also richtig toll. Hat sie richtig gut getroffen. Habe ich mich auch richtig heute gefreut. Und wie war euer Tag? Das war super entspannt. Nachdem Weihnachten jetzt gerettet ist. Währenddessen kümmert sich Marius um die Meerrettichsoße. Und wie ist's gelaufen? Ja gut, also die war noch heiß. Also richtig heiß war sie nicht mehr, aber sie war noch gut warm. Die haben sich alle gefreut über Suppe. Ich glaube, das war okay. Brigitte ist zufrieden. Aber die Punkte von 1 bis 10 vergeben die anderen Frauen in geheimer Abstimmung. Ob es den 5 Damen genauso gut geschmeckt hat wie der Gastgeberin? Okay. Gut aus. Vorsichtig darüber stellen. Ich bin jetzt am besten so. Sieht gut aus. Da fällt Brigitte ein Stein vom Herzen. Schließlich spielt der Tafelspitz die Hauptrolle in ihrem traditionellen Menü. Beilagen und Meerrettich-Deko dazu und fertig. Oder doch nicht? So ein paar Fitzle Meerrettich noch. Oder machen wir noch eine zweite Karotte drauf und dann. Oh. Ist ja auch viel Fleisch. Ja? So. Ja, und ich bringe euch den Rahnesalat. Ja. Ein Rahnesalat. Ja. Das rote Bild? Ja. Also unschwer zu erkennen, es ist ja nicht so innovativ. Ihr habt einen Tafelspitz vom eigenen Rind mit Kartoffeln und ein bisschen Karöttle einfach als Deko, dass noch mal eine andere Farbe drin ist, mit Schüttel und Rahnesalat. Mit Schüttel? Schüttel sind anstatt Preiselbeere, also das sind Johannisbeere. Und die wäre geschüttelt auf dem Herd und deswegen heißen die bei uns Schüttel. Ich fand es geschmacklich super. Und auch eine Bereicherung mit dem Gedanken, man muss ja nicht unbedingt die Preiselbeermarmelade nehmen, man kann ja die Johannisbeeren aus dem eigenen Garten nehmen und einen Schüttel damit machen. Ne? Mal gucken, ob es die Familie merkt, dass es Johannisbeeren sind und keine Preiselbeeren. Wunderbar, zum Wohl. Zum Wohl. Und wie ist angekommen, die Tafelspitz? Ja, perfekt, glaube ich. Hat auch nicht geschmeckt. Sind zumindest leer gegessen. Du bist schon am Sahneschlagen, das ist genial. Perfekt. Dann richte ich jetzt alles mal an. Du pass aber bitte auf, dass du kein Butter machst. Ich habe keine Ersatzsahne da. Auch beim zweiten Gang kommen die Landfrauen um das Voting nicht drumherum. Wie gut es allen geschmeckt hat, werden später die Punkte zeigen. Diese Mischung mit diesem Deftigen und Süßen, das war schon genial. Einfach auch dieser Spannungsbogen zwischen dem Fleisch natürlich, das in der Brühe gekocht ist, der Meerrettichsoße mit der leichten Schärfe. Tafelspitz schmeckt immer. Ich mag das halt. Ja, jetzt. Machst du die Birgescheibe mal da oben hin? In der Küche geht es dem Finale entgegen. Die Schwarzwälder Kirschtorte im Miniaturformat bekommt ihren letzten Schliff. Die Mädels sollen wissen, dass wir im Schwarzwald sind. Die müssen nicht überlegen, wo war jetzt die Brigitte noch mal her. Sondern wenn die überlegen, wo war die Brigitte her, dann muss denen einfallen, sie war im Schwarzwald. Und das will ich ein bisschen schieben. Sehr schön. Sind wir fertig? Klasse. Perfekt.
Wie kriegen die das jetzt hin, dass der Nachtisch trocken reinkommt? Du meinst wegen dem Regen? Oder gibt es einen feuchten Nachtisch? Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen könnte. Vielleicht irgendwas mit was eingemachtem Obst oder ich hätte ja Lust auf Sahne. Schwarzwälder Kirschtorte, ne? Kaffee. Das ist ja top. Mach auf. Jetzt sind wir begleitet worden von Marius und vom Uli durch den Regen hier. Wir haben ja heute wirklich alles. Ellen, du hast noch eins? Ja. Oh, ist das schön. Als Dessert, ganz klar, Schwarzwälder Kirschtorte. Wünsche ich euch einfach einen guten Appetit. Das sage ich, Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder Kirsch in Schwarzwald ist natürlich der absolute Klassiker. Toll, super Idee. Und ist auch Kirschwasser drin. Sehr gut. Für mich war das wirklich ein absolutes Highlight auch im Dinner. Nicht zu süß, Sahne, ich liebe frisch geschlagene Sahne, da hat man mich immer. Sie hat auch hier wieder ihre Heimatverbundenheit voll rübergebracht. Mädels, sollen wir noch mal anstoßen auf den wunderschönen Tag bei der Brigitte auf dem Rammsteiner Hof? Ja, gerne. Wirklich ja. So. Schönen guten Tag. Ja, danke. So, den hat es richtig gut geschmeckt, die war total begeistert. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Vielen Dank. Bitte, bitte. Du wirst jetzt immer für mich kochen möchte, oder? Bist ja jetzt voll eingearbeitet. Ja, hätte ich voll gerne. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Menü beibehalte, aber es war jetzt in sich stimmig, weil es einfach dieses traditionelle Schwarzwaldmenü war. Ich habe es jetzt als absolut runde Sache empfunden für mich und hat mich riesig gefreut, dass es denen geschmeckt hat. Das letzte Voting für heute wird es zeigen. Ich sammle gerade noch die Voting-Karte ein. Ah, das ist die Warm-Studie von uns. So. Ob Brigitte sich heute mit ihrem Menü an die Spitze kochen konnte? Danke. Tschüss. Tschüss. Nicht ganz. Mit 137 Punkten ist sie aktuell Dritte in der Landfrauenrunde. Ein gemütlicher Abend geht zu Ende. Macht's gut, war schön bei euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke. Bis nächste Woche. Wir sehen uns auch. Schön bei dir. Danke. Kommt gut heim bei euch. Beim nächsten Dinner darf sich Brigitte wieder verwöhnen lassen, wenn Froni von der Mosel ihre Kochkünste unter Beweis stellt. Have a nice time. Ich werde kochen gefüllte Champignons, eine Lammkeule mit Mangoldpäckchen und Hofnudeln, eine Eierlikörcreme mit frisch gebackenen Waffeln und karamellisierten Vanilleblüten.